So, weiter geht's. Ich sehe gerade, ich habe Klee gar nicht geheilt. Konnte ich Klee nicht heilen? Das geht ja aber gar nicht. Mein kleines süßes Loli-Bombenmädchen. Ich meine, sie ist stark, sie ist cute irgendwie, aber sie ist trotzdem nicht meins. Ich bin zu Klischee. Ich meine, gut. Ich hatte auch eher eine ganze Weile drin. Also ich meine, gut, mit Klee habe ich zumindest ein Vollweiber-Team. Und Klee scheint ja auch wirklich. Sie scheint nicht minderjährig zu sein, oder? Ich weiß es nicht. Also, sie sieht weniger. Klar, sie sieht minderjährig aus. Sie kleidet sich mehr oder weniger minderjährig. Aber ihre Stimme ist definitiv nicht minderjährig. Gibt's. Warte mal, kann man. Nee, man kann das Alter der Charaktere ja nicht nachgucken. Weil. Ist ja irgendwie ganz blöd gelöst. Oder doch? Daten. 27.7. Nö. Orde Favonius. Sie gehört zum Orden. Okay. Es ist interessant. Ja, irgendwann lesen wir die ganzen Sachen mal durch. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich Dilok jetzt relativ früh gezogen hätte, wäre jetzt wahrscheinlich auch gering gewesen. Von daher. Passt schon. Wie viel habe ich eigentlich jetzt wieder angesammelt schon? Von. Nein. Nein. Weiß gar nicht, wo ich meine Primo-Gems nachgucken kann. Hier kann ich nachgucken. Ja, könnte ich, wenn er das auch nehmen würde. Danke. 583. Okay. Ja. Nee, was mache ich jetzt eigentlich hier nochmal? Genau, ich habe mich hier hingebottet, um zu gucken, wie es in den Frames gerade war. Das war jetzt ein kleiner Ruckler, aber okay. Hier gibt es die Bücher. Ach ja. Hier an sich so rein von den vom Setup her Supporter, Healer und zwei Damage Dealer. Das ist glaube ich so schon ganz gut eigentlich, wie es gerade ist. Ich meine, gut. Mir fehlt zwar jetzt hier der Claymore-Angriff, aber das machen die Bomben von ihr wieder weg. Von daher passt es auch wieder irgendwie. Irgendwie passt es bestimmt. Aber was mich eigentlich wundert, warum ist eigentlich ihre Ult so schnell immer ab? Dauer 10 Sekunden, Abklingzeit 15 Sekunden, Elementarenergie 60. Ja. Gibt 60 Elementarenergie, braucht sie dafür. Und wie viel bekomme ich? Dauer der Sprengfallen, 50 Schaden der Sprengfallen. Der Bimbam-Bombe, aha. Ausdauer. Ich hätte mich mal auf Nemo wechseln sollen, glaube ich, oder? Ja, komm. Herausforderung gescheitert, das ist gelogen. Das ist gelogen. Es ist nicht gescheitert. Aber ich wollte lieber mir eben die Nemo-Fähigkeit gönnen. Pass auf. Aber doch, ich kann mal ganz kurz hier rein. Talente. Ja, machen wir mal so und dann ihre Basics ein bisschen stärken. Dafür fehlen mir die Materialien. Okay. Dann halt. Ja, für Bauch. Mir fehlt dafür alles, gefühlt. Okay. Ihre Bimbam-Bomben machen jetzt halt Damage. Gut. Ist aber interessant, wie gesagt, dass sie halt so schnell ihre Ult auflädt. Kriegt sie pro Bimbam-Bombe 15 Elementarenergie oder wie ist das? Hm. Und dahin. So. Ach, stimmt. Ah, ich kann ja schon wieder alle Gegner durchgehen. Vor allem alle Geo-Echsen. Oh, Geo-Echsen. Stimmt. Hier unten habe ich mir gar nicht notiert. Übrigens, die Live-Map, die hat auch nicht alles drin, immer sehe ich. Oder habe ich gesehen? Ah, ich muss den Main-Character haben, oder? Ja. Warum ist es immer so umständlich? Ein zweiter Angriff mit der Nemo-Kraft. Warte mal, es wäre eine weibliche Engelstatue. Weil die Statue hat Brüste, oder? Ja.
Aber vom Gesicht her mit den Zöpfen, das könnte er doch nach Venti wieder. Finde es auch schön, dass auf einmal keiner ein Problem damit hat, dass Venti offenbar jetzt Barbatos war. Das war interessant. So, Jean wusste es wohl schon irgendwoher und keine Ahnung. War ein bisschen, ja, keine Ahnung. Es war irgendwie interessant, dass das halt jeder direkt wusste. So. Der Vorteil von diesen Sonntagsdingern ist halt wirklich eigentlich doch nur, dass man egal was bekommt, oder? Man kann alles bekommen, man muss nicht warten. Und wenn man halt ein Team hat, was diese drei Sachen braucht, dann passt das halt. So habe ich das zumindest mittlerweile jetzt gemerkt. Okay. Yep. Das ist eine extrem gute Kombo, glaube ich. Gibt natürlich bessere Sachen wie Venti, seine Krams oder seine Dinger, aber einfach mal so. Zack. Ich bin gespannt, wie lange das jetzt dauert. Piu! Nein, 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 geh weg. Ja, das ist guter Schaden. Definitiv guter Schaden. Ja gut, du musst mit deinem Schild halt. Dein Schild ist noch irgendwie ein bisschen im Weg. Jetzt kommt hierher. Okay. Hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Ja, komm. Nein. Du gehst nicht gerne. Schutzgruppe rein jetzt. Danke. Oder bekomme ich hier wirklich am Sonntag halt von allen Büchern was gegeben oder halt nur die Chance auf alles? Nochmal nachgucken. Ja, und? Man kriegt immer. Man kriegt nur zwei Sachen, aber halt immer eins von beiden. Okay. Das macht das Ganze jetzt eventuell dann doch nicht ganz so praktisch. Wenn man jetzt nur Klees Dinge eigentlich ja hochbringen möchte. Komm, einmal noch. Und man kriegt immer so wenig Bücher, finde ich. Das ist echt immer das Problem, man kriegt so wenig gefühlt. Mein Handy ist fast leer. Warum ist mein Handy fast leer? Ich dachte, das hätte ich heute Nacht aufgeladen, aber naja. Ich wollte gerade aufgefüllt sagen, aber dieses beim Handy ein bisschen komisch, wenn man da aufgefüllt sagt, glaube ich. Wobei es nicht direkt falsch ist, glaube ich, oder? Das kann man bestimmt ganz gut sagen. Jo. Ja. Der Damage ist schon gut. Kann man nicht gegen sagen. Halt. Falscher Knopf, aber passt schon. Ja.
Ja, komm. Nein, die wollte ich gar nicht kämpfen. Ich will den da haben. Kann es denn, dass trotzdem gegen Eis jetzt nicht ganz so gut ist, sondern eher Blitz? Ist er mal irgendwann tot? Ach stimmt, waren hier drin nicht auch die... Nee, das war durch im ersten, wo die Skills länger brauchten. Und Pio. Ja. Und 2 Minuten. Ist okay. Kann ich so akzeptieren. Belohnung einsammeln. Weil ich glaube, dass gegen die Steinschildtypen eventuell das Claymore doch noch ein bisschen besser ist. Zumindest. Während der Freiheit, anderen zur Freiheit. Okay. Gute Zeugs habe ich jetzt bekommen. Mir fehlen für den normalen Schamanen die weißen Schriftrollen. Irgendwie, das ist so ein bisschen bescheuert. Nebenbei fängt der Stuhl jetzt an zu knarzen. Irgendwie, mittlerweile. Hat sich gefühlt gelockert. So. Also ich würde sagen, meine Daily Quests sind ja wohl nicht weg, oder? Nee. War das hier, wo ist die? Nee, das war hier hinten, genau. Da gibt es die ganzen Items, die ich brauche. Bei einmal müsste ich wohl auch Mora machen. Das sind noch zweimal die hier. Oh, was? Stufe 3. Fehlt noch. Kryo fehlt noch. Okay. Habe ich auch ein Team für... Nee. Moment. Time for some training. Die. Und weil ich die Heals... Ja gut. Doch, die Heals sind ganz nett noch. Eigentlich müsste ich dann ja die beiden... Behold. Beim Tauschen. Der Verurteilung. Ja. So. Okay. Ich brauche mehr Teams. Definitiv. So, Eis und Feuer brauchte ich hierfür. Genau. Dafür ohne Elektro. Aber Elektro geben die ja eh selber her, ja. Gut. Bitte noch wundern, ob es in den Optionen irgendwo die Option gibt, die Kamera weiter hinten zu haben. Dauerhaft. Klar, man kann ja rauszoomen, aber irgendwie. Es ist halt auch nicht immer gegeben. Gegen die ist aber eher am besten, wenn ich gegen die einfach nur Bomben mache, oder? Aber wenn man es genau nimmt, die sind ja dauerhaft eigentlich geladen. Was baut ich jetzt hier? Eis? Na gut, Eis für Superleiter und Feuer für Überladen. Weiß immer noch nicht, woran ich erkennen soll, dass ich quasi hier Dingens habe. Jo. Wait, die sind nicht hochgegangen. Wir sind hier nicht hochgegangen. Also. Okay.
Okay, machen wir so. Ich habe gefühlt gerade kein einziges Skill ab, den ich haben möchte. Irgendwie sieht doch die richtigen an. So, einfrieren. Okay, das dauert irgendwie länger. Ja gut, das ist ja schon mal höher als vorher. Okay, gegen Elektro bringt Eis am besten was. Kann das sein? So, Laser. Laser schießt halt nur so lange, wie sie auch eingewechselt ist. Das ist so ein bisschen blöd. Könntest du... Dieses Targeting-System ist der letzte Rotz. Aber wirklich. Meine Güte. So, Chongyun bitte hochbringen und... Ach, was hat der Geiz? Gretelle, da. Wollte ich nochmal machen gerade jetzt? Vergessen, egal. Belohnung einsammeln. Liquid von Gyun. Leuchtender, glänzender. Okay, man kriegt halt von allem gefühlt dann was mit einer Wahrscheinlichkeit, aber halt was auch immer ich die Dinger brauchte. Man kriegt halt immer nur eins dann maximal, glaube ich, kann das sein, statt mehrere. Also machen die Sonntagsdinger... Die Sonntagsdinger machen nicht ganz so viel Sinn, glaube ich. Außer es ist egal, was man gerade haben möchte. Feuerpflanze ist halt da hinten. So, die letzten 40, die haue ich jetzt irgendwie, glaube ich, in Elementansammlung rein. Ich brauche Mora, damit ich halt... Oder brauche ich Mora? Brauche ich Mora? Inventar. Ist ja zu blöd, mein Mora zu sehen. Warte. Nee. Charakter wollte ich doch. So, verstärken. Ich brauche Mora. Definitiv. Okay. Stimmt. Ich hatte ja nicht genau. Ich wollte Clea aufstufen. Ich hatte nicht genug Geld, komplett aufzustufen. Sieht mir jetzt halt auch wieder. Okay. Ja, gut. Übrigens gesehen, dass noch ein Abenteuerrang 44 auf 45 irgendwas mit 14.400 oder so braucht. Oh, jetzt von 32 auf 33 mal gerade 6.600. Also innerhalb von 10 Leveln geht das so viel höher. Und die Quests geben halt nicht wirklich mehr. Es ist, ja. Ist auch wieder so ein Nachteil von dem ganzen Ding hier. Achso, nebenbei Team. Truppe. Ja. Den Knopf muss ich drücken, genau. da ist die Dingens. Das ist sogar das dumme Ding hier, glaube ich, mit den Eisgegnern, kann das sein? Ne, mit Feuergegnern. Okay. Den ist ja gut, dass ich die hier habe und dass ich hier wirbeln kann, weil das dürfte doch bestimmt gut Schaden machen. Oh, scheiße. Falsch Charakter. Moment. Ja.
auf. So, werdet alle nass. Oh, das ging sehr schnell. Ja. So, ja, 20 dafür ausgeben. 36.000 halt nur. Ja. Ist die Frage. Na komm, dann habe ich wieder 72, dann wieder 80.000, nämlich da, wo ich angefangen habe vorhin. Dann habe ich meine Resin heute Morgen aufgebraucht. Ja, in Daily Quest gucke ich dann ganz schnell nach, ob eine dabei ist, die storymäßig angehaucht ist. Wenn ja, dann mache ich die. Und wenn da eine ist, die nicht. Also wenn da keine mit Story ist, dann. Lass es dabei. Heute Morgen. Mit aufnehmen. Dann mache ich das nämlich dann nebenbei mit irgendwas nebenbei laufend. Das Gefarme. Und mal gucken, ob ich nachher noch streame dann. Irgendwann. Ich weiß nicht, wie ruhig der Tag heute wird. Also. Ja. Erfahrungsgemäß dürfte ich heute, wenn jeder frei hat, keine Ruhe haben. Unwahrscheinlich. Und wenn ich frei habe, dann habe ich die andauernd dazwischen schreien oder rufen in der Wohnung. Bin schon beschäftigt zu sein, Dr. Edith. Ja, ja. Verstanden. Ja, ja, gib her. Ringe, Doktor. Ja, ja. Zack. So. Irgendwie. Wird sie für das Angreifen? Da unten Energie zurück. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt ihre passive Regeneration da unten ist. Oder ob ich das durch Basics auffülle bei ihr. Die Elementarenergie. Das ging auf jeden Fall relativ schnell. Tschüss. So, ganz viel leuchtender Nektar, wenn ich mal irgendwann einen Charakter habe, der das Zeug braucht. Ich wollte auch mal nachgucken, was ich jetzt eigentlich für die ganzen anderen Dinger brauche. Ja, öffnen. 1270, cool. Die ganzen Anhänger. Was wollte ich jetzt mit meinen? Meinen die ganzen Anhängern gerade nochmal? Keine Ahnung. Das vergessen. Ich habe gerade irgendwo an gedacht und habe es instant vergessen. Super. Anderen Dinger. Komme ich nicht drauf. Ach genau, die Chaos-Apparate. Ob ich damit irgendwas upgraden kann, weil den Chaos-Apparaten, wie viel habe ich davon? Mehr als genug, glaube ich, oder? Und ja, den brauche ich auch. Bird von Samachiolen. Hier scheint eine Schriftrolle zu sein, mit der irgendein Zauber in Verbindung steht. Ist nicht klar zu fassen, aber es strahlt eine seltsame Wärme aus. Mhm. Irgendwie? Ich habe zu wenig davon. Aber wenn man Materialien eintauschen könnte, das wäre ja auch schon mal was. Ich habe 119 Chaos-Apparate. Für wen brauche ich das ganze Zeug? Ich habe keine Ahnung. So, Daily Quests. Ja, stärkste Mondstadt. Missions. Ein Haus im Moor. Huai An macht sich Sorgen, weil sich da Monster in der Nähe des Gasthauses Wang Shu herumtreiben. Wellenreiter, eine Horde Helichode übt die Kriegsführung zu Wasser, finde ich alle Monster um. Mhm. Und scheinbar eine Horde, die ich mit Pfeilen umwesen, Passanten, eine Gehirnstärkung.
Ja. Okay, Haus am Meer. Das ist wahrscheinlich dann die bei dem. Die ist natürlich da, wo ich noch nicht war. Ja. Ich ja jetzt schnell hin. Oder ich umgehe die Quest erstmal. Das könnte ich auch machen. Gesagt, so. Mein Tag wird halt aufnehmen, geht auch. Jetzt heute Morgen habe ich noch die Green. Ja, den Greenscreen aufgezogen mit Softboxen. Merke auch übrigens gerade. Ich habe die rechte Softbox ein bisschen von mir weggedreht, damit ich nicht so geblendet werde heute Morgen. Aber irgendwie. Bin schon so ein bisschen dunkel gewesen. Eventuell muss ich mir echt mal so ein Ringlicht besorgen. Dass ich halt von vorne die normale. Damit ich nicht so von links und rechts irgendwie schattig bin, keine Ahnung. Weil. Ist das so wichtig? Brauchen wir jetzt überhaupt noch eine Cam für irgendwas? Also, ja, eine Cam ist schön und gut, dass man halt dann bei gewissen Spielen Reaktionen sehen kann. Aber bei sowas ist es mehr oder weniger unnötig. Vor allem die Boxen kosten halt, glaube ich, auch ganz gut Strom. Ja. Jetzt habe ich mal Resin aufgebraucht. Daily Quests mache ich dann soweit alleine, außer die beim Gasthaus. Die mache ich dann später irgendwann, wenn ich streame oder aufnehme nochmal. Ansonsten habe ich jetzt noch irgendwas, was mir jetzt gerade einfällt, was ich machen müsste, könnte. Ich werde auf jeden Fall wieder jetzt dann wahrscheinlich eine Stunde oder zwei hier rumrennen und Items farmen bei Gegnern und nebenbei Gummibärenbande gucken, weil irgendwie ich brauchte irgendwas nebenbei laufen lassen. Ich habe gerade keinen Bock auf Hering irgendwie, außer das tägliche Mario und Luigi Video und ja. Irgendwie bin ich jetzt gerade bei Gummibärmann hängen geblieben, weil. Ich weiß nicht. Ich habe keinen Bock auf Seiten, die Burning Series irgendwas zu gucken. Zumal da auch nicht mehr alles verfügbar ist. Ich wollte ja eigentlich Jimmy Neutron gucken, aber. Das gab es halt auch nicht. So, habe ich noch was anderes vergessen? Hier Daily-Dinger. Missionen, ja genau, Erze. Erze sammle ich dann auch wieder in der Route ein. Nur 20 habe ich. Das kriege ich heute auch noch zusammen, wenn ich. Warte. Ah, das sind ja noch 15 Stunden jetzt. 15 plus 8. Um 11 Uhr heute Abend habe ich wieder 120. Also muss ich um 11 Uhr nochmal Resin ausgeben gehen. Also kurz davor, bevor ich quasi ins Bett gehe. Dann habe ich nämlich das geschafft. Elementanhäufung kann ich dann auch noch kombi fertig machen. Dann habe ich da schon mal wieder ein Level im Battle Pass. Dann kriege ich auch wieder ein bisschen Mora, glaube ich, oder? Ja. Saisonaufträge. Hat noch ein bisschen Zeit. Kommen auch wieder neue Aufträge jetzt hinzu mit dem Event ab Montag oder Dienstag. Bin ich ja mal gespannt, was sie da machen. Es wird nichts Großartiges sein, aber naja. Ja, weil ich das Resin halt um 11 Uhr nutze, habe ich halt weniger für den Montag direkt. Aber egal, ich guck mal, wie ich es mache. Zumindest die 50 Gem, die 50er Aufladung mache ich wahrscheinlich sowieso. Von meinem. Ja, von den Daily Quests halt. Also überlegt, Daily Quests plus Mondpass, das sind 150 pro Tag. Nach 10 Tagen hat man halt eine 10er-Ziehung. Also noch 11. Plus minus. Das sind 30 10er-Ziehungen im Monat, wenn man es nicht anders raushaut. Es ist eigentlich für 5,50 € ganz okay. Wenn ich überlege, und ich muss halt für diese Ziehung muss ich halt dann spielen und das machen. Aber für. Ja, für 110 € gibt es halt nur 40,5 direkte Ziehungen. Und man kann natürlich auch dann sich diese Güterpakete kaufen, aber ich habe gesehen, selbst diese 50 Liter Bücher sind heutzutage nichts mehr. Ab Level 60 bis 70 braucht man ja schon knapp 50 Liter Bücher, um einen Charakter hochzubekommen. Das kostet halt direkt 17 €. Das ist, ja, keine Ahnung. Wenn man halt alternativ auch mit Gegnern leveln könnte. Und nicht nur mal 13 EP pro Gegner bekommen würde. Ich meine, es sind
bei, keine Ahnung, einer Farmroute sind das trotzdem 2000 EP oder so. Bei 10 Gegner sind 100 EP. Man macht keine 200 Gegner, also es sind vielleicht 1000 EP. Das ist ein grünes Buch. Also, das ist schon hochgerechnet mit 100 Gegnern. Oder 50 Gegner, wenn man die Bosse dazu nimmt. Ja, die Quest will ich wieder nicht ausgewählt haben. Livingstone mache ich so oder so. Also, was ich noch machen kann, ganz schnell ist, ich kann, bevor ich es mich vergesse, kann eben neue Dingens rausschicken. Und ich glaube, Kaea muss ich die. Wen muss ich jetzt diesmal dafür halten? Irgendeinen Charakter muss ich halten. Den brauche ich ja für die Quest. Auf dem Schiff. Add Astra. Naja, Astra. So, ich nehme jetzt erstmal Kaea wieder mit. Gucke ich mir die Quest an, ob ich die machen kann. Kaea ist es nicht. Senden. Dann ist es doch bestimmt er hier, oder? Schie irgendwas. Gerade anders beansprucht. Okay, der auch nicht. Lisa? Nee. Noel? Zur Entkundung entsenden. Echt für die Quest Noel? Nee. Ach. Oder hängt das mit einem Legendenauftrag hier zusammen? Einem von denen hier. Kann auch sein, oder? Also es hängt nicht mit denen zusammen, die hier in Dingen zwar. Okay. Zur Entkundung entsenden. Erze. Ist die Frage. Ist blauer Erz ist halt seltener. Aber ich brauche eigentlich momentan halt eher für den. Wobei jetzt habe ich beides wieder auf Null. Ja, komm, machen wir so. Noel. Lisa. Liwe. Kaea. Und die Lotus-Dinger, die sammelt dann Shinkyo ein. So wie gestern, weil ich glaube, euch brauche ich jetzt erstmal eine ganze Weile nicht. Gut, irgendwas bei dir gelassen. Spielen lassen. Nein, ich glaube, das warte ich dann noch bis zum nächsten Dingens. Was habe ich jetzt denn eingesammelt? Den Erze? Ach! Die zählen zu den Erzen einsammeln dazu. Okay. Interessant. Ich glaube, okay, die Erze werde ich dann nicht farmen gehen, weil die dürften alle eh noch nicht wieder da sein. Das passt also trotzdem so gut. Ja gut, und dann wie geplant, irgendwann nachher vielleicht mal einen Stream anwerfen. Die Ruderfarbe weiß ich nicht, ansonsten wird mein Sonntag jetzt aufnahmelastig. Und wenn ich einen Mittagsschlaf hinbekomme, dann werfe ich heute Abend nochmal einen Stream an. Vielleicht sogar so um 8 oder 19 Uhr. Je nachdem, wann hier wieder Ruhe ist im Haus. Gut. Mache ich jetzt. Ja. Mache jetzt nicht direkt weiter, glaube ich. Mache jetzt erst eine kleine Pause. Vielleicht spiele ich auch eine Stunde jetzt. Na, wie heißt das? Eigentlich meine Augen überhaupt? Nein, man sieht mich. Aber gefühlt sind meine Augen halt nie. Ich weiß auch gar nicht, ob das so. Es ist halt ein bisschen. Natürlich habe ich, wenn man meinen Oberkörper auch so ein bisschen sieht, halt die Schultern. Ich habe mich auch gesehen, es gibt halt auch Streamer, die haben halt wirklich nur Facecam. Also nur das Gesicht. Aber. Es ist auf Dauer, glaube ich, gruselig, wenn da nur ein schwebender Kopf ist. Ich meine, ich bräuchte halt nur ein grünes Hemd anziehen, dann hätte ich auch einen schönen Kopf einfach da, aber es kommt, glaube ich, nicht gut mit dem Stuhl im Hintergrund. Bei. Moment. Grün wird ausgeblendet. Würde, wenn ich jetzt mein grünes Hemd anziehe, der Stuhl noch zu sehen sein?
Muss gleich offline testen, also ohne Aufnahme. Aber gut, dann sage ich hier auch jetzt Ciao und ich guck mal, was der Tag hergibt. Frühes Aufstehen ist echt kacke. Die Leute, die nachts im Stream da sind, die sind nicht wach. Das heißt, Stream lohnt sich nicht. Und hat heraus gesagt, man hat halt nur einen Blick auf den Monitor. Man hat andauernd irgendwelche, ja, keine Ahnung, geistig abwesenden Menschen dann im Stream morgens. Auch mehr oder weniger kleine Kinder genannt. Das habe ich ein paar Mal damals gehabt vor einem Jahr, als ich morgens gestreamt habe. Und es war auch Luigi's Mansion 3, davon abgesehen. Aber. Oder Marion 64 Heck, aber. Ich weiß nicht, diese Leute, die dann morgens da waren. Das ist anstrengend. Ich meine, ist es hin und wieder auch anstrengend, mit Säbel zu interagieren, je nachdem, was er für eine Phase hat. No offense, wenn du das jetzt doch hören solltest. Was ich nicht glaube, aber falls doch. No offense. Aber es ist hin und wieder schwer zu schreiben, ohne direkt zu werden. Wenn du mit irgendwas auf den Sack gehst, ich hoffe, das merkt man direkt selber schon anhand, wie ich es versuche zu behandeln. Naja, gut. Ja. Nebenbei, diese ganzen Türme hier erinnern mich zum einen an diese Blutkathedrale aus Code Vein. Und zum anderen erinnere ich irgendwie, vor allem diese einzelnen Säulen, an Mario Sunshine. Mit dem Sandvogel. Ich weiß nicht, dieser Screen. Der macht mich ja fast schon aggressiv, wenn ich den sehe. Aber okay, gut. Dann sage ich Ciao, Adios, whatever. Und guck, was der Tag bringt.